ihr Lieben. Nonna Sturm hier auf dem Kanal Matriwissen. Und ja, zu dieser Weihnachtsedition habe ich mich für euch schick gemacht. Genau, Weihnachtsedition. Wir wollen über Weihnachten reden. Ich meine, dass Weihnachten nicht ursprünglich der Geburtstag von Jesus Christus ist, sondern auf heidnische Bräuche zurückgeht. Das ist mittlerweile im Mainstream angekommen. Wenn man sich über sowas informieren will, da kann man tatsächlich im Internet, da bieten sich Seiten an wie von der Telekom oder vom MDR oder auch katholisch.de. Also ist ganz witzig, wer da alles mittlerweile sagt, ja, nö, ist ursprünglich nicht christlich. Haben die Christen übernommen diesen Feiertag, weil, ja, die Leute haben halt eh gefeiert und das Christentum wollte sich ja weiter verbreiten und das Christentum wollte ja anerkannt werden und wollte auch gefeiert werden und da war das tatsächlich dann irgendwie die einzige Möglichkeit, zu sagen, wir setzen uns auf die alten heidnischen Feiertage drauf, weil sonst interessiert sich da eh keiner für, was wir jetzt hier ausgedacht haben. Ich möchte euch jetzt nochmal kurz was zu Weihnachten vorlesen. Ja, das geheime Wissen der Frauen, das ist ganz witzig, deutscher Taschenbuchverlag. Taschenbuch hört sich so an, wie als könnte man es in die Tasche stecken. Das ist ein richtig dicker Wälzer und da sind super viel spannende Sachen drin. Ja, wir gucken einfach mal bei Weihnachten. Weihnachten. Während der ersten drei Jahrhunderte kannte die christliche Kirche den Geburtstag ihres Heilands nicht. Im vierten Jahrhundert gab es eine lange Diskussion über ein mögliches Datum. Die römischen Kleriker neigten mehr zum Mitwinterfest des Mithras-Kultes, das Dies Natalis Solis Invicti, Geburtstage der unbesiegten Sonne genannt wurde. An diesem 25. Dezember wurden auch Götter wie Attis, Dionysos, Osiris, der syrische Baal und andere Versionen des Sonnengottes gefeiert. Die Titel trugen wie Licht der Welt, Sonne der Gerechtigkeit und Erlöser. Die meisten heidnischen Mysterienkulte feierten die Geburt des göttlichen Kindes zur Wintersonnenwende. Die Bevölkerung Nordeuropas beging den Geburtstag ihres Herrn Freier beim tiefsten Stand der Sonne, am dunkelsten Tag des Jahres, dem Julfest. Die Nacht der Geburt, der heilige Abend, hieß Modranekt, lateinisch Matrum Nox, die Nacht der Mutter. Ursprünglich ein höherer Feiertag als der Weihnachtstag selbst. Bräuche wie Weihnachtsbäume, Geschenke, Kerzen, Mistelzweige, Stechpalmensträucher, Lieder, Feiern und Prozessionen waren allesamt heidnisch und stammten aus der Verehrung der Göttin als Mutter des göttlichen Kindes. Die Weihnachtsbäume entwickelten sich aus den Pinae Silvae, Pinienhainen, die bei den Tempeln der Göttin lagen. Die Figuren und Fetische, die in späteren Jahrhunderten an diese Bäume gehängt wurden, scheinen das ganze heidnische Pantheon am Weltenbaum dargestellt zu haben. Die Feiern der Weihnachtszeit blieben offensichtlich heidnisch, sodass viele Kirchenmänner verbittert ihre fleischliche Extravaganz und Ausgelassenheit beklagten. Die Puritaner des 17. Jahrhunderts in Massachusetts versuchten, das Weihnachtsfest wegen seines offensichtlich heidnischen Ursprungs ganz abzuschaffen, was ihnen natürlich nicht gelang. Ja, gut, soweit mal zu Weihnachten. Ich habe für euch jetzt hier noch ein paar Tipps. Filmtipps, entweder Filme, die ihr verschenken könnt zu Weihnachten oder aber auch Filme, die ihr vielleicht selber euch jetzt in der dunklen Jahreszeit nochmal anguckt. Also ja, mir geht das so. Ich komme da also im Winter durchaus eher zu, mal einen Film zu gucken, als im Sommer, wenn es so schön lang hell ist. Genau. Und zwar will ich euch zuerst den Film Wim Embodiment von Laura Hirsch vorstellen. Wir gucken ganz kurz mal in den Trailer. So many of us are profoundly disconnected from our wombs, and we don't even understand that it's a part of us that's alive and conscious. We're completely in our heads, we're ungrounded, we're in the sky, we're in our thoughts, we're in our imagination. We're not grounded into our bodies. Dass plötzlich überall Frauen weltweit zusammenkommen, dass Frauen sich wieder erinnern, was Schwesternschaft ist. Wow, es ist absolut fantastisch. Und das ist eine Kraft, die ist unaufhaltbar. Und das ist vor allen Dingen eine Kraft, von der ich merke, es gibt nicht nur den Frauen so viel Mut und Zuversicht, es schenkt allen so viel Mut und Zuversicht. Denn wenn das Weibliche sich erhebt, dann gibt es eine Richtung, die dem Leben dient. Und dieser Richtung können sich alle anschließen.
ein ganz schöner Film, der ja, Frauen heilen Frauen, ist ja quasi der Untertitel. Und ich fand so diese Aussage, dass wir Frauen uns gegenseitig wieder ermächtigen müssen und uns gegenseitig helfen müssen, wieder in unsere Kraft, in unsere Stärke zu kommen, das fand ich eine sehr schöne Grundaussage, die sich durch den ganzen Film durchzieht. Und den Film könnt ihr auf Vimeo downloaden für 8,75 Euro oder so. Und ich glaube auch auf Pantarei. Ich verlinke euch das unten. So, dann gibt es gleich einen ganzen Stapel Filme von Usha Madaisky, die ich hier mitgebracht habe. Und das sind nur meine Lieblingsfilme von ihr. Ja. Also, fangen wir an mit einem Film Insel der Frauen, ein Matriarchat in der Südsee. Ja, der ist von daher jetzt für die Jahreszeit besonders schön, also wenn man wirklich mal ins Warme will. Palau, ein Südseeparadies in Äquatornähe. Das Wasser ist immer gleichmäßig warm und türkis. Die Felsinseln sind vom Pazifik unterspült und werden deshalb auch hängende Gärten genannt. Auf der Insel Palau gibt es eine faszinierende Kultur. Eine Kultur, in der die Frau das erste Geschlecht ist. Ein Symbol dafür sind diese bunten Steine, die auf Palau die Bedeutung von Geld haben. Im Christel Göttert Verlag, wie die anderen Filme auch. Dann, Wo die freien Frauen wohnen, den habe ich euch schon vorgestellt. Ich erwähne ihn hier trotzdem nochmal, weil das wirklich mein persönlicher Lieblingsfilm ist. Der ist derartig schön. Ja. Jetzt gehen wir zu den Kasi nach Nordindien. Was ich an Ushas Filmen sehr schätze, ist, dass sie so einen unbestechlichen Blick hat. Dass sie jetzt nicht dahin geht und sagt, ich finde das Matriarchat toll, darum filme ich irgendwie jetzt alles so, dass es möglichst irgendwie diese Message rüberbringt. Hurra, das Matriarchat ist so toll. Nee, sie ist da unbestechlich. Und ich fand in diesem Film auch besonders beachtlich auch, dass so eine ganz andere Form von Ganzheitlichkeit, also von ganzheitlich heilen, da nochmal mir nahegebracht wurde. Also wenn wir über Ganzheitlichkeit in der Medizin sprechen, dann ist es ja schon ganz toll, wenn halt nicht nur auf den Körper und seine Symptome geguckt wird, sondern wenn halt auch irgendwie die Psyche, vielleicht sogar die Seele da irgendwie mit reinspielt. Und bei den Kasi oder bei überhaupt auch anderen matriarchalen Völkern ist es halt so, dass das ganze Umfeld mit einbezogen wird. Also wenn die Oma krank ist, dann wird wirklich im Clan rumgefragt und rumgeguckt, was ist denn eigentlich hier gerade passiert? Was gibt es denn für Sachen? Wo ist denn eine Imbalance entstanden, ein Ungleichgewicht? Was könnte denn jetzt hier zu Omas Krankheit geführt haben? Also nochmal eine ganz andere Form von Ganzheitlichkeit. Weiter geht's mit einer CD von Gerda Weiler. Die ist grün. Ich weiß nicht, wie das vor meinem Greenscreen zu sehen sein wird. Nun ja. Es ist ein Ausschnitt aus einem Vortrag, es sind 25 Minuten, matriarchales Bewusstsein. Und das ist wirklich ein ganz grundlegender Vortrag eigentlich. Also es geht um matriarchales Bewusstsein wertet nicht, Aggression wird als konstruktive Potenz erfahren, Macht beschränkt sich auf innewohnende Seinsmacht, matriarchale Menschen passen sich ihrem Lebensraum an, sie erforschen die Natur, um sich ihr anzupassen. Sexualität wird ganzheitlich verstanden und gelebt. Tod bedeutet nur eine andere Daseinsform des irdischen Lebens. Und matriarchale Gesellschaften bedürfen keiner Gesetzgebung, sie richten sich nach der mütterlichen Ordnung. Wir hören auch hier mal ganz kurz rein. Diese Abspaltung von Sexualität aus dem Gesamtzusammenhang, dieses nicht mehr heilig haben wollen und dafür etwa eine Geistpotenz aufzustellen, wobei das Sexuelle, das Untere, das Böse, das Dunkle bleibt, das halte ich auch für eine moderne Katastrophe. Was heilige Liebe bedeutete, wie sehr sie die Herzen der Menschen erschütterte,
ist wohl kaum je beredsamer und tiefsinniger zum Ausdruck gebracht worden wie im Hohenlied der Bibel. Denker aller Zeiten sahen in seinen Strophen das Mysterium der Menschheit verschlüsselt. Das offene Werben der Braut und die sehnsuchtserfüllte, leidenschaftliche Liebessprache im Munde der Frau bezeugen die freie und souveräne Stellung der Frau im alten Israel. Kann man bei Matria Wahl bestellen, also www.matriawahl.de. Für 5 Euro kann man diese schöne CD dort erhalten. Ist natürlich auch unten mit aufgeführt. So, und dann habe ich noch... Aua, jetzt muss ich mich erstmal umsetzen. Und dann habe ich noch Tipps für euch, die wirklich hier einfach auf YouTube zu finden sind. Und da ist einmal, das ist Matricultura. Das ist ein von der modernen Matriarchatsforschung geprägtes Permakulturprojekt auf La Palma. Das sind Barbara und Erich Graf, ein Paar mit ihren Kindern, die das machen, die da also auch Kurse geben. Und ich verlinke euch mal ein Interview von den beiden, beziehungsweise wir gucken jetzt auch einmal ganz kurz rein. Aber wir Menschen, glaube ich, die noch das spüren, was eigentlich Freiheit sein könnte, wir sollten also diesem System möglichst die Energie entziehen, soweit wir können. Und wenn wir dann mal diesen ersten Schritt oder diese ersten Schritte gemacht haben, dann werden wir dann merken, da entsteht eine Eigendynamik, dann bekommen wir Rückenwind, nicht wahr? Dann kommen Kräfte, die uns unterstützen, die wir sehr deutlich spüren. Je mehr wir versuchen, hier neue Wege zu geben, umso mehr spüren wir, da werden wir unterstützt von sichtbaren, aber auch von unsichtbaren Kräften, die uns dann immer mehr Energie geben, um eben diese neuen Wege zu erforschen. Ich glaube, es ist eben nicht wahr, dass es unglaublich anstrengend ist, neue Wege zu gehen. Im Gegenteil, ich glaube unterdessen, sich in diesem patriarchalen System noch weiter aufzuhalten, sich versuchen, da durchzusetzen, wird immer je anstrengender, das wird immer je konsumierender, das wird immer je leidvoller, je länger wir da zuwarten. Also wir sollten unbedingt diese Schritte gehen und wir werden spüren, das wird uns richtig befreien. Da kommt richtig frische Luft rein und da werden wir richtig unterstützt. Das Konzept heißt integrieren. Wenn ich ein Problem habe, dann muss ich damit umgehen. Das ist ganz wichtig zu verstehen, dass die matriarchale Welt tatsächlich für die Männer ein großer Gewinn ist. Für die Frauen sowieso und für die Kinder umso mehr. Und für die Natur total. Barbara und Erich Graf seien wirklich empfohlen. Ich finde die beiden ganz, ganz beeindruckend. Also die leben wirklich matriarchale Werte mit einer ganz großen Konsequenz. Und die lassen wirklich nichts unversucht, um unsere Erde zu heilen. Danke an das Matricultura-Projekt. Und dann gibt es noch den Kanal Eulenhain. Eulenhain, das ist wirklich, die hat auch ganz viele matriarchale Inhalte gepostet. Und ich habe da noch gar nicht alles gesehen. Wo ich jetzt reingeguckt habe, das sind verschiedene Vorträge von Christa Mulak. Und die haben mich wirklich begeistert. Da gibt es eine Vortragsreihe, die finde ich ehrlich gesagt jetzt auch in dieser Adventszeit, in dieser Weihnachtszeit, in dieser Mutternachtszeit, in der Zeit der Rauhnächte, wie auch immer. Ich finde es passend, mir hat es Spaß gemacht, es hat so was Besinnliches, das ist eine Vortragsreihe, das hat sie gehalten im Kloster Steinfeld, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, das gibt es so, also Nummer 1 bis 6, also insgesamt sind das schon viele Stunden, die man dabei abwaschen kann. Ich habe mir tatsächlich alle Teile sehr gerne angehört und habe da viel bei gelernt. Und auch da gucken wir mal ganz kurz in einen Ausschnitt rein. Das ist, was Maria im katholischen Glauben und auch auf der symbolischen Ebene in der Dichtung und auch in der Kunst wirklich ist. Diese Skulpturen sind ab 1400 strengstens verboten worden. Die durften nur noch in geschlossenem Zustand gezeigt werden. Da ist sie dann die Madonna mit dem Kind auf dem Schoß. Und hier heißt es, sie trägt in sich den männlichen Gott und seinen Sohn. Beide beinhaltet sie in ihrem Inneren.
Und das ist als so ketzerisch empfunden worden, dass es, wie gesagt, bis zum 14. Jahrhundert durfte sie offen stehen und dann landete sie irgendwie in den Archiven und Kellern von Kirchen und Museen und was weiß ich. Ja? Aber die Künstler, die waren immer weiter als die katholische Dogmatik. Und die Künstler haben immer mehr gespürt, weil sie eben nicht nur in ihrer Ratio zu Hause waren, sondern auch in ihrer emotionalen Seite. Wie nennt man das genau? Vierge ouvrante. Ouvrante, also sich öffnende Jungfrau, übersetzt. Und davon gibt es ganz viele. Aber ich finde das die schönste. Noch zwei Tipps. Und zwar das Thema Gender finde ich persönlich ja schwierig, aber wichtig. Und da hat die Christa Mulak auch ganz streitbare Ansätze zu. Mir hat es aber sehr gut getan, wie sie da Position bezieht und wie sie da mal so ein bisschen Klarheit schafft. Es gibt einmal ein kurzes Interview, das sind so 10 Minuten, und dann gibt es eine Diskussion, die in Hamburg irgendwie stattgefunden hat. Das sind 50 Minuten, es lohnt sich aber. Es lohnt sich wirklich, sich das mal anzuhören, auch wenn es im Laufe dieser Diskussion manchmal ein bisschen hoch hergeht. Das darf ruhig auch mal hoch hergehen in einer Diskussion. Und da darf man auch im Eifer des Gefechts mal die anderen nicht ausreden lassen, auch wenn es natürlich toll ist, wie Barbara und Erich Graf das hinkriegen. Und den Vortrag über Ebers. Sie führt ein in das Geschlechterbild bei Ottfried Ebers. Ottfried Ebers hat dieses Buch geschrieben, Sophia und Logos. Und das ist wirklich ein sehr, sehr spannender Philosoph, der dessen größter Wunsch war, dass Frauen endlich wieder die Verantwortung übernehmen. Und es ist tatsächlich, es ist ein riesendicker Wälzer und es ist nicht einfach zu lesen. Und da ist doch so ein Vortrag von Christa Mulak irgendwie mit 50 Minuten vergleichsweise harmlos. Also hört euch das mal an, weil es lohnt sich wirklich, diesem Mann, diesem Philosophen mal zu begegnen. Ja, das war's. Meine Liste ist abgearbeitet. Ihr habt jetzt ganz viele Tipps. Ihr könnt gucken und hören, bis euch die Ohren qualmen. Und ich hoffe, es macht euch ganz viel Freude. Und damit verabschiede ich mich hier. Sei laut und sei leise. Sei Schatten und Licht, sei albern und weise und fürchte dich nicht.